der Aufzeichnung. Herr Wesselack, herzlichen Dank für diesen, glaube ich, für uns alle sehr aufschlussreichen Vortrag. Ich will deshalb auch mal bei Ihnen sozusagen mit der ersten Frage anfangen. Sie haben ja Faktor 11 zum Beispiel gezeigt, Wärmebereich noch größere Herausforderungen als im Strombereich. Wenn Sie sich jetzt angucken, die politischen Diskussionen, die wir gerade führen um Energiewende in Thüringen, Windkraftausbau zum Beispiel, halten Sie es denn tatsächlich für realistisch, dass das, was Sie da projiziert haben, was Sie runtergerechnet haben aus Thüringen oder für Thüringen im Jahr 2050, dass das wirklich zu erreichen ist, nach all den Diskussionen, die Sie sehen, die Ausbaugeschwindigkeit, die wir jetzt haben, die unter Rot-Rot-Grün unbestritten zugenommen hat, die aber, Sie haben es gesagt, immer noch eigentlich gemessen an den Zielen zu langsam ist. Halten Sie das für eine realistische Option? Erneuerbare Energien sind grundsätzlich ein Lernprozess. Es sind ein technischer Lernprozess. Ich begrüße es außerordentlich, was in Erfurt beispielsweise mit der Solarthermie jetzt versucht wird. Ich muss lernen. Und wenn es nur die 2% oder 3% jetzt in Marbach sind oder mal die 10% sind, ich muss lernen, wachsende Anteile erneuerbarer Energien in bestehende Infrastruktur einzubinden. Und also wir reden jetzt über das Jahr 2030. Ja, das sind 15 Jahre oder für das Jahr 2040 sind 25 Jahre. Vor 25 Jahren wurden gerade mal mehr Solarzellen auf der Erde verbaut als im Weltall, ja, in den Satelliten. Also das heißt, wir haben eine Geschwindigkeit, eine Änderungsgeschwindigkeit, die beispiellos ist und die Wissenschaftler nicht vorhergesagt hätten. Also gab natürlich solche Leute, aber die wurden häufig als Spinner abgetan. Das ist also ein technischer Lernprozess und es ist ein gesellschaftlicher Lernprozess. Das heißt, ich muss den Leuten zeigen und immer wieder auch erklären, Klimawandel findet statt. Die meisten kapieren das inzwischen. Also das ist wirklich angekommen, mit wenigen politischen Ausnahmen mal abgesehen, aber das ist wirklich angekommen und das bedeutet für mich ganz konkret auch Handeln in meinem persönlichen Umfeld und akzeptieren, dass sich Landschaften verändern. So wie die Menschen früher auch akzeptiert haben oder akzeptieren mussten, dass sich Landschaften durch Braunkohletagebau verändern oder andere Dinge. Das heißt, ich halte es für möglich, selbstverständlich. Ja, ja. Ich bin aber Ingenieur und Ingenieure sind grundsätzlich Optimisten. Deshalb gebe ich jetzt die gleiche Frage nämlich auch an die Umweltministerin nochmal weiter, die vielleicht auch optimistisch ist, aber auch, bleiben wir mal beim Beispiel Wind, Sie erleben ja nun gerade auch politischen Widerstand gegen Ihr 1%-Ziel bei der Landesfläche für die Windkraft. Jetzt haben wir gerade gehört, 1% wird nicht reichen, wir werden über 1% kommen müssen. Halten Sie es für realistisch, dass dieser enorme Ausbau von erneuerbaren Energien tatsächlich gelingen kann bis 2050, nicht so sehr technologisch, sondern eher gesellschaftlich? Also der Satz mit dem Ingenieur war wichtig, weil ich kenne Ingenieure, die immer dann, wenn sie im Flugzeug sitzen, sagen, ich weiß eigentlich zu viel, um mich hier reinzusetzen, um zu wissen, dass ich auch wirklich sicher ankomme. Von daher gehe ich an der Stelle davon aus, man braucht auch gewisse Ziele, um die zu erreichen und zu sagen, das ist möglich und das gilt auch für die Energiewende. Und natürlich ist das möglich. Wir haben uns ja die 1,2% Fläche, die Herr Professor Wesselack jetzt gerade benannt hat, sind ja sehr nah an dem Ziel, was die Koalition sich auch gesteckt hat, 1% Fläche für Thüringen auszuweisen. Ich will aber, bevor ich jetzt zum Thema Wind und zur Akzeptanz rede, nochmal einen Satz zurückgehen, der mir wirklich wichtig ist. Was wir, glaube ich, nicht machen dürfen, ist beim Thema Energiewende uns allein auf den Wind oder die PV kaprizieren, sondern vor allen Dingen die Dinge größer und zusammenhängend denken. Stichwort Sektorkopplung finde ich wichtig. Stichwort, was sind sozusagen die Perspektive für 2030, 40, 50? Ich finde, wer A wie Atomausstieg sagt, der muss auch E wie Energiewende sagen. Und dann am Ende die Ästhetikdebatte damit zu vermischen, was mir jetzt lieber oder nicht so lieb ist. Ich denke, das führt nicht weiter. Ich halte die Ziele für realistisch. Ich halte die auch deswegen für realistisch, weil wir mit dem Windenergieerlass als Landesregierung Unterstützung für die regionalen Planungsgemeinschaft gegeben haben. Ich sage auch hier bewusst im Süden des Landes Thüringen sitzend, da wünschte ich mir auch, die regionalen Planungsgemeinschaften würden nicht die kompletten 3 Jahre zuwarten, um das Ganze auch einzuarbeiten, weil dann sind nämlich ist 2018 ran und dann kommen wir mit diesen 40 WKA
die Herr Wesselack jetzt als Ausbauziel für die einzelnen Jahre für Thüringen gegeben hat, nämlich nicht rum. Wir hatten 2014 knapp 30 Anlagen zugebaut, jetzt in 16 die drei Quartale. Die Agentur für Erneuerbare Energien hat gerade mit der Windnote neue Zahlen veröffentlicht, sind wir, glaube ich, bei 25. Also wir sind immer unter den 40, nicht eklatant unter den 40, sodass man jetzt nicht sagen könnte, es gibt gar keinen Zubau, aber wir reißen die 40 nicht. Und bei allem, was wir uns vorgenommen haben, gehört, glaube ich, auch dazu, dass wir sagen müssen, was die Akzeptanz betrifft, das ist machbar. Ich will die regionalen Planungsgemeinschaften von dieser Stelle auch auffordern, an dieser Stelle das nicht zu hinterfragen, sondern den Windenergieerlass auch als juristische Flankierung für ihre Entscheidungen zu nutzen, uns dabei auch zu unterstützen, weil, und das finde ich auch noch eine bemerkenswerte Zahl, die vorhin da oben zu sehen war, wir sind in erster Linie Energieimporteur, an vielen Stellen auch Transitland. Warum in Gottes Namen sollen denn die Benefits, die die Energiewende erzeugt, auch wirtschaftlich, ja, auch was die Frage der Energiepreise betrifft, warum in Gottes Namen lassen wir die an uns vorbeiziehen? Und deswegen sage ich, machbar, die Chancen nutzen und rein in die Umsetzung, anstatt hinterher zu klappern und sich darüber zu beklagen, dass Landschaftsästhetik so oder so aussehen kann. Ich finde auch, sage ich auch bewusst, wenn man beim Thema Wind ist, was ja für Riesenemotionen sorgt, wenn man im Hunsrück steht, da ist dann mein ästhetisches Empfinden von Landschaftsbild auch gestört, das sage ich so offen. Also wenn man in Rheinland-Pfalz unterwegs ist, ich weiß nicht, wer von Ihnen das kennt, das geht dann insbesondere, was sozusagen die Fragen betrifft, auch der Blinklichter in der Nacht, ich nenne es jetzt mal ganz umgangssprachlich, das hat dann irgendwie auch Grenzen. Also wenn man irgendwie in einem Club geht, um abends, nachts unterwegs zu sein und sich da beleuchten zu will, das ist das eine. Aber wenn dann Landschaft nichts anderes macht als genau das, da müssen wir, glaube ich, ran, an solche sozusagen Debatten und solche Dinge auch zu harmonisieren und damit auch auf die Ängste und Wünsche und Sorgen der Leute einzugehen. Frau Siegsmund, das müssen Sie uns jetzt vielleicht noch mal ein bisschen erklären oder zumindest mir erklären. Wo nehmen Sie denn die Zuversicht her? Denn was wir erleben ist, Sie geben zum Beispiel beim Windziel 1% aus und es gibt einen riesen emotionalen Aufschrei, gegen den Sie mit langen politischen Debatten versuchen müssen anzukämpfen und die CDU ist trotzdem immer noch dagegen. Sie haben jetzt im Thüringer Landtag, Herr Harzer hat es vorhin schon angesprochen, eine Fraktion, die sich ganz klar dahinstellt und sagt, die Energiewende ist ein Hirngespinst, in der Atomenergie ist was ganz, ganz Tolles. Und überhaupt sind wir gegen alles, was irgendwie mit grünem Strom zu tun hat. Das ist ja eine gesellschaftliche Entwicklung, da sind wir von Akzeptanz ja nicht nur ein Stück weit entfernt, da sind wir ja ein Stück weit zurückgegangen. Wenn Sie über, Herr Wesselack hat das auch angesprochen, die Frage Kohlestrom. Die Menge von Kohlestrom hat sich überhaupt nicht signifikant verändert in den letzten Jahren. Also wo nehmen Sie diese Zuversicht her, dass Sie sagen, jawohl, wir können das machen? Denn es ist ja am Ende ein gesellschaftliches Akzeptanzproblem. Und gerade vor diesen jüngsten Entwicklungen, wo nehmen Sie da Ihre Zuversicht her? Also die Zustimmung zur Energiewende ist nicht zurückgegangen. Wir hatten bei der Konferenz Erneuerbare Energien in Weimar vor 3 Wochen den parlamentarischen Staatssekretär aus dem Bundeswirtschaftsministerium da, der auch aktuelle Daten mit hatte. Im Gegenteil, die Zustimmung zur Energiewende liegt nach wie vor bei zwischen 60% und 70%. Und übrigens auch bei den Unternehmen ist es so, dass wir da keine rückläufige Entwicklung haben, sondern im Gegenteil, das als richtig erachtet wird. Und warum? Eben weil es einen sozusagen Innovationsvorschub hat. Ich meine, die Bundesrepublik ist das Land, was sozusagen an so vielen Stellen mit Ingenieurstechnik, mit dem, was wir mal an der Nase vorn hatten beim Thema Automobilindustrie, wo wir hoffentlich auch wieder den Anschub mit modernen Technologien hinbekommen und uns das nicht von Tesla abkaufen lassen. Also wir sind sozusagen das Land, wo man eigentlich immer gesehen hat, hier wird gedacht, entwickelt, gemacht. Und das gilt auch für das Thema Energiewende. Und ich habe auch den Eindruck, dass wir mit Programmen, man kann das auch weglächeln, aber ich finde das schon spannend, wie diesem Mieterstrommodell auch ein Stück weit Energiewende zum Anfassen in die Städte tragen. Das ist vor allen Dingen ein Programm für die Städte, wo man es aufs Dach packt. Und beim Thema Wind haben wir mit der Serviceagentur Windenergie der TEGA, mit dem Siegel Faire Windenergie und mit all jenen Partnern, die da auch unterwegs sind, die Sonja Gonczurek von EnBW ist zum Beispiel hier und anderen, die ja durchaus erkannt haben, es geht nicht, dass wir sozusagen einfach nur
uns Flächen sichern und dann wird das schon, sondern es geht nur um breiten Dialog, dann kommen wir auch voran. Und ich will mal noch ein Beispiel nennen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Färbedorf Neckeroda kennt. Es gibt einen CDU-Bürgermeister, der heißt Hörchel oder Hörcher, ich glaube Herr Hörcher heißt er, der ganz wild in Anführungsstrichen sein Dorf auch an dieser Stelle zusammenhält, miteinander versucht zu reden und auch die Benefits für die Dörfer erklärt. Und wenn Sie so wollen, will man noch, ich habe das auch schon in Weimar gesagt, aber weil mich das Buch so fasziniert, einen eher Roman-Lesetipp geben zur Frage Akzeptanz der Energiewende. Und wie kann das gelingen und was macht das mit den Menschen? Juli C. unter Leuten ist, finde ich, das Buch des Jahres, was erklärt, wie am Ende auch verschiedene Hintergründe und diffuse Ängste oder auch berechtigte Sorgen beim Thema Windenergie dazu führen können, dass man sich innerhalb eines Ortes entweder miteinander damit sachlich beschäftigt oder eben die Frage auch regional verbaselt. Ich würde mich freuen, wenn die Kommunen insbesondere auch die Chancen sehen, gerade die klammen Kommunen, die definitiv mit 25% der Erträge am Ende auch einen Benefit machen könnten. Und deswegen lohnt es sich auch, darüber zu reden. Deswegen lohnt es sich auch, für die Erneuerbaren zu kämpfen. Und wir sind da ja nicht allein, die Bürgerenergiegesellschaften, die Stadtwerke, der VKU, viele andere, die uns da unterstützen, sind da mit dabei. Und wenn es am Ende des Tages bestimmte Entscheidungen in Gemeinderäten auch gibt, die da sagen, nee, wollen wir nicht, auch wenn am Ende des Tages wir da einen wirtschaftlichen Benefit haben, na, dann ist es eben so, dann ist das so entschieden. Aber ich finde, was nicht geht, ist, dass die regionalen Planungsgemeinschaften die Entwicklung für Thüringen verzögern und damit einfach Chancen verbaseln, die wir so haben. Das wäre ein Rückschritt und deswegen ganz klar einfach nicht verzögern, sondern an dieser Stelle Fakten schaffen, die Kommunen entscheiden lassen, die Partner, die wir da aufgebaut haben, die TEGA insbesondere ranholen mit der TAP und anderen überlegen, wie lassen sich hier Finanzierungsmodelle stricken und da so gestaltet man Zukunft. Schwenk, bleiben wir vielleicht gerade mal bei dem Bereich, den die Ministerin gerade angesprochen hat, die Kommunen. Jetzt stehen Sie oder jetzt steht Ihr Stadtwerk für eine Kommune, die ein eigenes Klimaschutzkonzept hat, die da offensichtlich schon auf dem richtigen Weg ist. Wenn Sie jetzt mal so sich unterhalten mit anderen Kollegen von Stadtwerken, haben Sie den Eindruck, dass die Kommunen in Thüringen, Schrägstrich in Deutschland inzwischen geschlossen hinter der Energiewende stehen? Oder was sind denn da vielleicht auch Widerstände und Bedenken, die man da kommunalseitig auch hat und die man dann ja auch den Stadtwerken sozusagen politisch vermittelt, wenigstens indirekt mit auf den Weg gibt? Vielleicht darf ich noch mal ganz kurz zu dem Thema Landschaftsästhetik was sagen, weil wir sind hier in Thüringen, ein sehr grünes Land, Wälder. Ich komme aus Brandenburg, aus Forst in der Lausitz. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist eine typische Braunkohlegegend. Die Stadt ist ringsherum abgebaggert worden. Da sind, also was man der Natur dort angetan hat, da sind Wüsten und ich weiß nicht, wie man diese Landschaft bezeichnen soll, entstanden. Und dafür stelle ich mir immer die Frage, was ist denn jetzt die Alternative? Wir haben gesehen, der Kohlestrom, der hat nicht nachgelassen in seiner Bedeutung. Das heißt auch, dass neue Tagebaue erschlossen werden, wenn das so weitergeht. Also da bin ich dann schon eher für eine Windmühle als für einen Braunkohletagebau. Und das sollte man vielleicht mal auch ein bisschen größer sehen, dann dieses Thema, so von der Fläche her. Zum Thema Kommunen. Natürlich ist es immer so, dass die Kommune in Stadtwerken auch einen Partner sieht, der für die Finanzen irgendwo mit zuständig ist. Und das ganze Thema Erneuerbare muss sich da auch mit unterordnen. Und ich kann ein Projekt eben nur durchführen, wenn ich auch eine Wirtschaftlichkeit nachweisen kann. Und ich glaube, das geht allen Kollegen in den Stadtwerken ähnlich. Das ist weniger eine Frage der Überzeugung als auch eine Frage der Ökonomie an der Stelle. Also entscheidet im Endeffekt das Geld darüber, ob man das macht. Am Ende schon, ja. Wie schwer ist es denn dann für Sie als Stadtwerk mit erneuerbaren Energien Geld zu verdienen? Ist es einfacher gewesen, Gewinne zu erwirtschaften in den Zeiten, als man noch groß mit Atom und also fast nur mit Atom und Kohlestrom zu tun hatte? Oder kann man auch mit erneuerbaren Energien inzwischen als Stadtwerk wirklich Geld verdienen? Ich weiß nicht, was wirklich Geld verdienen ist, aber wenn wir jetzt okay. Da
das Thema, dass Stadtwerke weniger verdienen, kommt nicht ausschließlich vom erneuerbaren Sektor, sondern vor allem aus dem Thema Wettbewerb. Also wir hatten ja von über Zeithorizonte gesprochen, vor 20 Jahren keinen Wettbewerb im Energiemarkt gehabt und die Preise wurden über Regulierungsbehörden sozusagen festgesetzt und da haben alle gut mit gelebt. Das ist, glaube ich, das Hauptthema, das dazu geführt hat, dass die Situation dort etwa nicht mehr ganz so komfortabel ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, Stadtwerke, die eine konventionelle Erzeugung haben, die müssen sich natürlich auch mit dem Thema Strompreise auseinandersetzen. Ich habe vorhin zwar gezeigt, dass der Haushaltsstrompreis neue Höhen erreicht, aber die Großhandelspreise, die fallen seit Jahren, haben jetzt mal ein kleines Zwischenhoch genommen, sind aber jetzt schon wieder am Runtergehen. Und das heißt, dass auch die konventionelle Erzeugung da unter Druck gekommen ist, was sicherlich auch etwas mit der Marktform zu tun hat. Und das sind, glaube ich, die beiden Punkte, die uns da dazu bringen, vielleicht nicht mehr die große Cash-Cow künftig zu sein. Was lag dazu? Zur Akzeptanz der Energiewende tragen natürlich auch Energiepreise bei. Und ich möchte jetzt mal eine kleine Lanze brechen für das neue EEG, auch wenn das vorhin ja ein wenig abgestraft wurde. Dazu einen Schritt zurück. Wir haben mit der EEG-Umlage tatsächlich der Allgemeinheit, zumindest der Allgemeinheit ohne die energieintensive Industrie, aber der restlichen Allgemeinheit eine relativ große Last aufgebürdet. Und die soziale Komponente, Sie haben das vorhin auch erwähnt, die Energiepreise einfach haben, die darf man nicht unterschätzen. Wir haben das gemacht, wir als Deutschland, mit den kostendeckenden Vergütungen für Wind und PV insbesondere, weil die institutionellen oder die Institutionen, die eigentlich die Energiewende hätten machen müssen, vor 15 Jahren gesagt haben, wir machen es nicht. Nämlich die großen vier Erzeuger und Übertragungsnetzbetreiber, die haben einfach gesagt, wir machen es nicht. Wir mussten also, wenn wir sagen, wir wollen in die Energiewende einsteigen, privates Kapital derjenigen Menschen, die eben sagen, ich kann meine 10.000 Mark aufs Sparbuch legen oder ich kann sie als Solarplatte aufs Dach legen, die musste ich locken. Und das war richtig und das war gut so. Aber diese Lösung war keine kostenoptimale Lösung, sondern ganz im Gegenteil, wir haben an ganz vielen Stellen Ineffizienz belohnt. Wir haben gesagt, Kleinanlagen kriegen eine höhere Vergütung. Das heißt, eine ineffiziente Anlage, der bezahle ich mehr. Wir haben gesagt, das Netz folgt den Anlagen. Eine Investition, eine Netzentscheidung, die für 50, 60 Jahre gilt, folgt einer Investition, die nur 20 Jahre gilt. Also wir haben an vielen Stellen Ineffizienz belohnt und das können wir uns, wenn wir sagen, wir wollen vervierfachen, in dem Maße nicht mehr leisten. Und das, das Verfahren über Ausschreibungsmodelle ist Kosteneffizienz. Wenn ich schaue, die letzten Ausschreibungen im PV-Bereich haben einen Preis über die Ausschreibung von 5,9 Cent die Kilowattstunde PV-Strom gebracht. 5,9 Cent. Das, was ich momentan noch auf mein Einfamilienhaus zahle, sind 12 Cent. Mehr ist das Doppelte. Also das heißt, das neue Werkzeug, das über Ausschreibungen eine Einspeisevergütung, eine kostendeckende Einspeisevergütung ermittelt wird, ist aus Gründen einer kostenoptimalen Energiewende meines Erachtens sehr, sehr, sehr hilfreich. Da sind wir jetzt, glaube ich, bei einem ganz kritischen Punkt angegangen. Wir machen jetzt Folgendes, wenn es ums Geld geht, wird es immer lebhaft. Frau Siegesmund möchte dazu unbedingt erwidern und dann habe ich gesehen, an der einen oder anderen Stelle im Publikum gab es auch den Wunsch dazu, zu den Preisen vielleicht was zu sagen. Die Runde würden wir danach auch machen, aber Frau Siegesmund. Das ist ein wichtiges Thema, gehört auch dazu unbedingt. Ich will da nur drei Aspekte nennen, vielleicht mal noch vor der Klammer. In der Regel wird Energiewende ja vor allen Dingen auch als Strompreisdiskussion geführt. Früher oder später kommt jede Podiumsdiskussion darauf. Bis hierhin ist es uns aber gelungen, auch vor allen Dingen zu betonen, das würde ich gerne als Zwischenfazit nochmal einziehen, dass dieser Wärmebereich das Entscheidende ist, im Übrigen auch was Kostenfaktoren angeht, wo wir näher drauf schauen sollten. So, und jetzt aber zu der eigentlichen Frage zurück, die ich ja auch gerne führe.
Das EEG war ja mal gedacht als Markteinführungsinstrument für die Erneuerbaren. Genau aus den Gründen, die Herr Wesseler gerade genannt hat, bin ich auch dabei. Jede Novelle hat versucht zu korrigieren. Es gibt bei uns auch Fachleute im Haus, die sagen würden, wischt das Ganze weg, es ist immer komplizierter geworden. Am Ende bräuchten wir eigentlich einen neuen Anlauf dafür, weil wir jetzt nach diesen 15 Jahren, 14 Jahre korrektiv genau zu sein, an einer Stelle sind, wo man einfach die Grundlagen ganz anders verstehen kann, weil diese Entwicklung, die wir in den letzten 14 Jahren alleine gemacht haben, mit allen Fehlsteuerungen, die es gab, in der Tat was sind, wo man nochmal auf dem weißen Blatt Papier weiterdenken müsste. Das ist aber jetzt so, dass wir die Novelle haben und ich kann nachvollziehen, dass es da, gerade wenn ich mir die Redispatch-Kosten angucke, die 50 Hertz zum Beispiel immer wieder anführt bei der Frage Übertragungsnetzbetreiber, wir müssen die Netzentgelte wieder erhöhen, dass wir hier tatsächlich einen Nachjustierungsbedarf haben. Aber dann gehört zur Klarheit und Wahrheit aus meiner Sicht drei Sachen dazu. Das erste, wenn Strombetreiber oder solche, wo man auch Strom sozusagen erwerben kann, von Licht über die Stadtwerke bis hin zu allen anderen, entsprechend an der Strombörse entsprechende Kontingente erwerben und dann an welcher Stelle auch immer das ist, nicht, wenn es dann doch mal günstiger wird, das an den Endkunden weitergeben, aufgrund der verschiedenen Volatilität, die es an unterschiedlichen Stellen gibt, dann haben wir ein Problem. Also ich glaube, wir müssen gucken, was wird tatsächlich auch weitergegeben, wenn es günstiger wird. Das ist das Erste. Das Zweite, wir müssen über diejenigen reden, die ausgenommen sind von der EEG-Umlage. Das gehöre zur Wahrheit dann auch dazu. Und wir müssen darüber reden, warum wir in der Regelzone 50 Hertz mit Abstand die höchsten Netzentgelte zahlen und es nach wie vor keine Wälzung der Netzentgelte für Übertragungsnetzbetreiber gibt, die uns jetzt übrigens vollmundig vor 3 Wochen vom BMWI versprochen worden ist, auch unter Zeugen. 300 saßen da, jetzt müssen sie nur noch kommen. Die entsprechenden Richtlinien, die das Bundeswirtschaftsministerium dafür auf den Weg bringen müsste. Und solidarische Wälzung der Netzentgelte im Vergleich zur Zone, was weiß ich, Tenet oder anderen, heißt für mich nicht, dass die nachziehen, sondern heißt tatsächlich, dass wir an der Stelle, die man übrigens wirklich nicht erklären kann, an der Stelle auch eine deutliche Reduktion hat. Anders ist das nicht vermittelbar. Und natürlich ist der Strompreis, der sich ja aus 7 oder 8 unterschiedlichen Komponenten zusammensetzt, an dieser Stelle etwas, was unmittelbar immer in der Diskussion steht. Ich finde nur, dass zur Kostenklarheit und Wahrheit an der Stelle auch dazu gehört, wenn sich die großen 4, die Herr Wesselack am Anfang genannt hat, mit 23 Milliarden freikaufen und wir alle wissen, dass diese 23 Milliarden hinten und vorne nicht reichen werden, dann haben wir aufgrund dieser Quasi-Monopolisierung, wenn man nicht sehr genau aufpasst, auch das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Ich meine, Sie alle haben doch vor 2 Wochen gesehen, wie Tschernobyl seinen Sarkophag oben drüber gestellt bekommen hat. Jetzt haben wir hier kein Tschernobyl mit den entsprechenden Kosten zu tragen. Aber natürlich ist das, was in Grafenrheinfeld oder an anderen Stellen, wo zum Teil auch wieder die Fässer geborgen werden müssen, die Diskussion noch nicht zu Ende. Und wir sind ja ständig auch als Energieminister in Telefonkonferenzen, weil auf Bundesebene in den entsprechenden Kommissionen diskutiert und entschieden wird. Und im Übrigen, das will ich auch mal so klar sagen, es soll hier keiner in Thüringen denken, dass der Suchraum dafür, wo am Ende auch Atomabfälle bzw. Rückstände aus Atomkraftanlagen, dass das komplett an Thüringen vorbeigeht, das kann heute auch noch keiner sozusagen ermessen. Also wir werden die Diskussion auch in Thüringen haben. Ich will nur darauf rekurrieren, der Strompreis setzt sich aus vielen unterschiedlichen Komponenten zusammen. Da gibt es an unterschiedlichen Stellen auch Möglichkeiten, darauf einzuwirken und man muss es vermitteln und erklären, welche Komponenten das sind. Bevor wir jetzt in einem zweiten Teil hier vorne nochmal dezidiert über auch genau diesen Wärmebereich sprechen wollen, würde ich jetzt Ihnen einfach gerne die Gelegenheit geben, wir haben hier vorne nochmal so einen kleinen Rundumschlag gemacht, wir haben über Wind gesprochen, wir haben über Strom und wir haben über Geld gesprochen. Gibt es bis hierher erstmal Anmerkungen, Fragen von Ihrer Seite? Gut, dann nehmen wir jetzt die drei Herren in dem ersten Rund mal dran und ich glaube, das machen wir dann auch mit Mikro. Ich komme mal zu Ihnen. Wir fangen es 1, 2, 3 in der Reihenfolge. Sagen Sie bitte kurz einfach, für den Fall, dass Sie nicht jeder kennt, noch 3 Sätze, wer Sie sind. Ja, guten Morgen zusammen. Mein Name ist Nager, Geschäftsführer der Werra Energie. Erstmal schönen Dank, Herr Harzer, für die Einladung. Ich bin auch froh, dass ich gekommen bin. Ganz kurz zu dem, was Frau Sigismund gerade gesagt hat. Also es stimmt, was Sie gesagt haben. Man kann die sinkenden Börsenstrompreise gegen die steigende EEG-Umlage umrechnen.
Unser Unternehmen hat es jedenfalls gemacht und wir waren in der Lage, zum 01.01.17 alle Strompreise entweder zu senken oder zumindest konstant zu halten, aber keinen einzigen Tarif zu erhöhen. Also grundsätzlich funktioniert das Ganze. Kurz mal zur Frage der Akzeptanz. Wir sind ja als kommunaler Versorger hier im Bereich Südwestthüringen, im Bereich Strom und Gas unterwegs. Bei den Stromnetzen müssen wir momentan kräftig investieren. Da gibt es ganz erhebliche Lastverschiebungen. Das Thema Smart Meter geht jetzt los. Wir haben zusammen mit anderen Kollegen, Stadtwerke Erfurt gehören auch dazu, eine Kooperationsgemeinschaft gegründet. Der Feldtest hat jetzt begonnen. Seit gestern habe ich auch so einen im Keller. Mal gucken. Also, bis jetzt funktioniert es. Mal gucken. Was mir aufgefallen ist im Gasnetz. Wir haben seit 2-3 Jahren, wenn man den Industriegasanteil rausrechnet und die Temperatur kompensiert, deutlich rückläufige spezifische Verbräuche. Ich bin also der Meinung, dass auf der Ebene der Hauseigentümer viel mehr passiert, als statistisch momentan ankommt, als, ich sag mal, förmliche Meldung über Baugenehmigung und so weiter und so fort. Sie können ja auch viele Dämmmaßnahmen machen, die jetzt nicht, ich sag mal, über die Bauämter im weitesten Sinne laufen und deswegen auch von den Behörden irgendwo erfasst werden. Also, das habe ich rausgerechnet. Also wir können die Temperaturen hier rausrechnen und die Statistik über alles machen. Und da sehen wir also schon gerade seit 3 Jahren eine deutlich sinkende Tendenz. Also das, was wir durchs Netz schaufeln, ist eben bei 0 Grad oder bei minus 5 Grad schon deutlich weniger, als das wir vor 3 Jahren noch durchgeschaufelt haben. Also da tut sich, glaube ich, mehr, als das so den meisten offiziell irgendwo bewusst ist. Das wird sicherlich auch weitergehen. Wo ich aber jetzt ein Problem kriege: Bis jetzt hat sich unser Unternehmen, wenn ich mal vergleiche E.ON oder RWE nehme, noch ganz gut geschlagen. Und ich möchte auch, dass das so bleibt. Wir haben ja eben so gehört, Gaseinsatz rückläufig, Kohle soll ja weiter durchgefeuert werden, habe ich so ein paar Probleme mit. Wenn jetzt in diesem neuen Energieeffizienzplan 2050 drinsteht, dass ab 2030 keine Gasheizungen mehr eingebaut werden dürfen, dann darf ich eigentlich ab sofort ins Gasnetz nicht mehr investieren. Und das trifft nur nicht nur mich, sondern auch alle anderen Netzbetreiber. Die Bundesnetzagentur erwartet von uns, ihr müsst mit Nutzungsdauern von 50 Jahren, im Hochdruck sogar 60 Jahre rechnen. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich rechnen bis 2065, ob ich dann an dieser Leitung noch was dranhängen habe. Wir haben seit 1991 90% des Gasnetzes neu gebaut oder total saniert. Das war damals der Wettlauf, die Braunkohle wegzukriegen, hier die ganzen Brikettfeuerungen wegzukriegen. Ich nehme nur mal Stichwort bei uns Brotterode, ist heute ein Luftkurort, war damals eine stinkende Dreckbrühe gewesen. Jetzt läuft das gerade mit der Ablösung der Ölheizung. Wir haben zurzeit sehr viele Erweiterungsanträge auf dem Tisch liegen von Ölheizern, die Gas haben wollen. Genau genommen, wenn das aber jetzt Gesetzeskraft so bekommt, dass da nichts mehr, also dass ab 2030 keine Gasheizung mehr eingebaut werden darf, darf ich diese Leute nicht mehr anschließen. Ich darf als Geschäftsführer keine Investition tätigen, von der ich von vornherein weiß, dass ich die nie wieder verdienen kann. Da komme ich ja in die Geschäftsführerhaftung am Ende mit rein. Das nächste Problem ist: Was mache ich mit den 10% nicht sanierten Leitungen, wenn die jetzt schadhaft werden? Neuern geht nicht mehr. Das heißt, in dem Moment, wo jetzt ein Hausanschluss kaputt geht, müsste ich den kündigen und dem Kunden sagen, such dir ab sofort was anderes. Ich darf dir keine Leitung mehr reinlegen. Das ist vielleicht ein Problem, was bis jetzt im Rahmen dieser Berechnungen, die ja vielleicht aus einer etwas größeren Flughöhe gemacht worden sind, wie so nach dem Motto, wie kriege ich die Mengenbilanzen insgesamt irgendwo hin, noch nicht so berücksichtigt worden ist. Ich weiß aber von meinen Kollegen, dass das gerade also jetzt vermehrt so die letzten 3-4 Wochen durch die ganze Energiebranche durchschwappt und es weiß noch so keiner recht, wie soll er damit umgehen. Aber wir stehen einfach vor dem Problem, dass diese Netze extrem langlebig sind. Da würde ich jetzt gerne 2 Fragen draus machen. Die eine noch mal ganz kurz, bevor wir dann zu Ihnen kommen, Herr Eckert. Herr Schwenk, können Sie das auch so sozusagen für Ihr Unternehmen, für Ihren Bereich so ein bisschen bestätigen, dass die Leute offensichtlich schon zu Hause, ohne groß zur Bauverwaltung zu gehen, dämmen, weil einfach die Gasmengen sinken? Ist das so? Merken Sie das bei sich auch oder ist das eher was bei Ihnen noch nicht angekommen ist? Effizienzgewinne merkt man in jedem Bereich. Wir merken das im Wärmebereich, wir merken das im Gasbereich, aber sogar im Strom sieht man das auch. Also wir machen ja gemeinsam mit der Caritas den sogenannten Stromsparcheck Plus bei einkommensschwachen Haushalten. Da sieht man mal wirklich, was da an Effizienz zu holen ist, wenn man nur die Glühbirnen wechselt oder einen effizienten Kühlschrank hinstellt. Und solche Dinge, das geht teilweise 10-20% Effizienzgewinne, die da geholt werden. Und dann, Frau Siegesmund, würde ich Sie gerne fragen, das Beispiel, das da gerade angesprochen wurde, mit der kann ich da noch rein investieren, wenn da demnächst Schluss ist, Geschäftsführerhaftung, das ist ja tatsächlich ein Problem, das nicht von der Hand zu weisen. Kann man da politisch drauf reagieren? Wie sollte man mit sowas umgehen?
Ist spannend. Sie rekurrieren aufs Grünbuch Energieeffizienz, richtig? Wir hatten ja beim Strommarktdesign auch erst das Grünbuch, dann das Weißbuch, dann kam das Gesetz. Wir haben jetzt Dezember 2016, im September 2017 ist eine Wahl. Wir haben jetzt Grünbuchstatus. Ich halte das, was im Grünbuch steht, an vielen Stellen für durchaus sehr ambitioniert und auch wegweisend. Was ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, ist, dass bis September 2017 daraus noch ein Gesetz gegossen wird. Da fehlt mir gerade die politische Vorstellungskraft, dass die Koalition das noch aufbringt. Aber das beantwortet Ihre Frage nicht. Das Grundproblem bleibt. Ich glaube, dass, deswegen sage ich auch ganz bewusst, die Grundlage für das Grünbuch Energieeffizienz, das ist richtig, das ist wegweisend und es geht genau in die Richtung, wie Sie auch fragen. Und ich denke, dass, selbst wenn Sie jetzt nicht damit rechnen können, dass in den nächsten 12 Monaten ein Gesetz kommt, sich diese Frage stellt. Ich habe aber darauf jetzt keine Antwort, wie Sie die gelingend beantworten können. Das gehört zum Transformationsprozess mit dazu und da muss man sich zusammensetzen und drüber reden, was das jeweils individuell heißt. Naja, wir gehen ja alle davon aus, dass nach der nächsten Wahl Rot-Rot-Grün, also insofern hoffen wir ja nicht, dass die Grünbücher genauso weich gespült werden, wie das bisher passiert ist. Aber ganz konkret, vor 2 Jahren Stadtwerke Kassel, großes Neubaugebiet, Entscheidung der Stadtwerke Kassel, wir legen keine Gasleitungen hin, weil definitiv für 50 Jahre dort kein Geschäftsmodell mehr gesehen wird. Das heißt, bestimmte Kollegen von Ihnen beantworten die Frage schon so, dass sie tatsächlich sagen, keine Neuinvestitionen, weil bei allem, wie das die Meilensteine politisch gesetzt werden, ja, in 60 Jahren werden wir definitiv nicht mehr mit Gas heizen. Und ja, also das ist zu berücksichtigen und das sind die Frage, also die Fraunhofer-Studie gibt ja mit den Wärmepumpen ein sehr deutliches Signal, dass das ein wichtiger Baustein sein kann. Und ein solches Contracting beispielsweise, das heißt die Investitionen für eine Umweltwärmepumpe, wären Geschäftsmodelle, die man dann so jemandem anbieten kann. Also jetzt rein so, wenn man jetzt sagt, was zeichnet sich in der Zukunft ab? Die Sektorenkopplung Strom-Wärme wird sich abzeichnen und das Hauptvehikel wird die Wärmepumpe sein. Im Einfamilienhaus sowieso. Und insofern, wenn Sie jetzt fragen, was die Tendenz ist, glaube ich, dass das sicherlich eine Ablösung der Einzelgebäudeversorgung mit Gas sein wird. Dann machen wir jetzt noch kurz die 2 Statements-Zwischenfragen hier. Ja, erstmal Ralf Lenkert, Bundestagsabgeordneter. Das erste noch mal kurz zu den Strompreisen. Also 48% des Stromes sind in den letzten Jahren billiger geworden, des verkauften Stromes. Es ist der Industriestrom. Das heißt, die bezahlen Börsenstrompreis und die sind von 6 Cent auf jetzt, ich weiß nicht im Moment, wie er gerade liegt, aber 3,5 Cent liegt nach dem kurzen Zwischenhoch, mehr, also im Schnitt halbiert worden. Die bezahlen nichts extra. Und das, was die nicht zahlen, zahlen alle anderen mit. Das heißt, also wenigstens im Gebot der Fairness wäre gewesen, dass die zumindest auf diesem alten Börsenstrompreis bleiben, dann hätten wir auch eine ganz andere Strompreisdiskussion oder wir hätten keine. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt aber, was mir auch aufgefallen ist beim der Studie von Fraunhofer und jetzt auch in Ihrem Kommentar, es ist natürlich so, dass alles kostenoptimiert gerechnet wird und es fehlt die Redundanz. Also ich habe es erlebt, großen, längeren Stromausfall, 2-3 Tage als Kind, in dem Winter 76, 77. Wir hatten aber noch einen Gasherd und eine Gasheizung. Es war kein Problem. Die Wohnung war warm, obwohl es keinen Strom gab. So, wenn wir also jetzt in Zukunft irgendwann mal eine größere Havarie passiert in der Stromversorgung, dann gibt es niemanden mehr, der heizen kann. Das heißt, die Probleme exponentieren sich. Das heißt, die Frage, die sich stellen muss, ist, wie teuer ist das Redundanzsystem, was ich installieren muss, um alles auf Strom zu sichern? Und kann es nicht partiell sicherer, preiswerter sein, ein Redundanzsystem zum Beispiel auf Gasbasis, zumindest in gewissen Strukturen aufrechtzuerhalten? Und wenn es nur Sporthallen sind oder ähnliche Sachen, die als Notunterkünfte beheizt werden können. Ich übertreibe jetzt mal, man kann sowas nicht ausschließen, man hat eine Verantwortung für sowas. Und die Frage stelle ich einfach nach vorn, ist sowas überhaupt mal eingerechnet worden, diese Sicherheitsfaktoren? Sprich, wie stelle ich sicher, dass im Havariefall
die Systeme noch funktionieren. Im Moment habe ich mehrere Systeme, kein Problem. Wobei im Moment auch bei Stromausfall keine Gasheizung mehr geht und keine Ölheizung mehr geht, aufgrund der Sicherheitsbestimmung nur noch der alte Kachelofen. Aber das ist wieder auch ein anderes Problem. Aber die Frage muss ich mal stellen, wie das eingerechnet wird bisher. Das ist eine sehr spannende Frage, die wir vielleicht mal für die Stadtwerke Erfurt mal konkret machen können. Wie machen Sie es denn? Aber Sie haben noch genügend parallele Systeme oder wie bereiten Sie sich auf so einen möglichen Havariefall vor? Und wie macht man es in Zukunft im Zweifelsfall? Da kann Herr Wesselack vielleicht noch gleich mal was dazu sagen. Ich kann Ihnen gleich ein praktisches Beispiel bringen, denn wir haben vorigen Freitag in der Nacht hatten wir einen Blackout gehabt bei uns im Kraftwerk aufgrund einer Spannungsgeschichte. Und wir haben innerhalb von 3 Stunden die größten Teile des Kraftwerks wieder hochfahren können. Also insofern haben wir Erfahrung. Aber die Systeme heutzutage sind eben redundant ausgelegt. Das ist überhaupt keine Frage. Und wir haben so weit in die Zukunft, ganz ehrlich, auch noch gar nicht gedacht in solchen Szenarien, dass die ganze Heizgeschichte auf Strom läuft. Also das sehe ich auch in diesem Investitionszyklus noch nicht. Mit der Haftung habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt an der Stelle. Man muss da wirklich auf Gesetzesvorgaben wahrscheinlich auch warten. Aber die Frage ist ja eigentlich ganz spannend, Herr Wesselack. Gibt es da Modelle und wenn ja, wirklich, was kostet denn so eine Rückfallebene? Die 76, 77 ist der DDR die Braunkohle eingefroren. Das heißt, an 3 großen Kraftwerkstandorten ist die Stromerzeugung ausgefallen. Das zukünftige Energiesystem ist ein dezentrales Energiesystem, was aus sehr, sehr vielen kleinen Komponenten besteht. Das heißt, es wird tendenziell sicherer, weil der Ausfall einer einzelnen Komponente nicht diese dramatischen Rückwirkungen hat, wie das in einer zentralen Kraftwerkstruktur, so wie wir sie momentan immer noch haben. Und insofern bin ich da relativ guter Dinge, dass die Kosten für Sicherheitsmaßnahmen oder für Redundanzebenen eher geringer sind, wenn ich ein dezentral verteiltes Netz habe, was ich auch, haben wir auch erlebt, der ganz große Blackout, der Europa-Blackout vor 17 Jahren, haben wir nicht gemerkt hier, weil sich die Regelzone damals noch eben Vattenfall Regelzone rausschalten konnte aus dem europäischen Verbundnetz. Das heißt, ich habe dann eben auch die Möglichkeiten, wirklich dann, wenn wirklich mal lokal irgendeine Katastrophe passiert, ein Eissturm und die Windräder alle stehen, das dann nicht so zu einer größeren flächenhaften Belastung werden zu lassen. Also ich bin da optimistisch. Das wäre eigentlich auch nochmal ein sehr spannendes Szenario, wo man jetzt nochmal eine halbe Stunde drüber reden könnte. Da würde mir nämlich auch noch ganz viel einfallen. Wir wollen aber noch über Wärme reden und vorher dürfen Sie noch. Mein Name ist Bernd Funteller. Ich könnte jetzt sagen, als Stadtrat Gotha, als Politiker, als stellvertretender Landesvorsitzender Linken. Ich bin eigentlich nur noch mal der Wortmeldung. Ich habe mich eben gerade ein bisschen aufgeregt, Herr Wesselack, über die Geschichte mit der EEG. Ich bin froh, dass Frau Sigismund das wieder klargestellt hat, dass wir die Novelle endlich mal wirklich ändern müssen. Weil wenn ich die gesellschaftliche Zustimmung für die Energiewende kriegen möchte, dann muss ich draußen die Menschen mitnehmen. Und solange der Mensch draußen guckt auf sein Portemonnaie, was habe ich von dieser Energiewende? Das sagt er als allererstes. Den interessiert am letztes, sag ich nicht, aber sagt er, was interessiert mich CO2-Einsparung? Ich will wissen, wo läuft mein Zähler langsamer, wo kann ich was einsparen? Und da muss ich die Angebote dahingehend ausarbeiten. Da bist du ein bisschen so, Herr Schwenk, das ist mir ein bisschen kurz mit, ich bin auch im Aufsichtsrat der Stadtwerke Gotha. Es wird bei uns gerade Solar, der hat mich angeschoben, wir haben glaube ich 4000 Quadratmeter jetzt irgendwo und nochmal 5000, das sind so ein Verhandeln. Ich glaube, ihr als Energieerzeuger, wir, und wir als Verkäufer, wir sollten da mehr tun, damit wirklich der Strompreis, fand ich ja toll, dass das möglich ist, umgelegt wird auf die Leute, dass wirklich, ich habe jetzt wieder den Zettel, alle haben den gekriegt, Erhöhung von 26 Cent auf 31 Cent. Das geht nicht, da interessiert den Menschen noch weniger draußen die Energiewende und noch weniger interessiert ihn da mitzumachen. Da bin ich ja dabei, bin ich ja froh, wenn irgendwann das kleine Blockheizwerk kommt, gibt es ja, Schwarmkraftwerk. Bin ich ein großer Fan eigentlich, wenn das mal endlich durchgesetzt würde, muss ich irgendwo diese Einfamilienhäuserbauer endlich mal dazu gewinnen, dass sie die Dinger kaufen, weil es wirklich für mich die Lösung wäre, um vom Gas wegzukommen. Aber da sage ich, die Novelle EEG, die muss wirklich mal geändert werden. Das Einstiegsmodell war es nicht, aber das muss geändert werden, damit die Leute wirklich interessiert werden an der Energiewende. Sonst kommt überhaupt nichts raus. Danke.
Frau Siegesmund, vielleicht wollen Sie noch mal zwei Sätze dazu sagen, warum denn aus Ihrer Sicht es eigentlich so schwierig war mit der EEG-Novelle, weil die Länder einfach so verschiedene Interessen haben und weil man sich nicht auf einen gemeinsamen Nenner einigen konnte? Oder was war denn sozusagen die Ursache dafür, dass die EEG-Novelle jetzt sozusagen ein so schwieriger und so umstrittener Kompromiss ist? Sie meinen jetzt die 17er, die ab 1.1. gilt. Naja, das erste war sozusagen eine Grundsatzfrage, die da heißt, wenn man in Paris sich committet, deutlich CO2-Einsparungen auf den Weg zu bringen, dann müssen wir den Ausbaupfad der Erneuerbaren auch entsprechend so gestalten, dass wir eben nicht bei den 45 oder unter den 45 landen, sondern wir müssen uns die Optionen nach oben offen halten. Und für viele in der Energiebranche, in der erneuerbaren Energiebranche, ist das EEG 17 vor allen Dingen eine Deckelung von Ausbaupfaden. Das ist das Erste. Das Zweite, ich freue mich immer, wenn ich meinen Kollegen Robert Habeck aus Schleswig-Holstein treffe. Der sagt, 2017 sind wir übrigens mit der Energiewende fertig. Das freut mich sehr für ihn. Aber das beantwortet überhaupt nicht die Frage, wie wir gerade beim Stichwort dezentrale Energieversorgung, beim Stichwort Transport von A nach B, wir haben ja auch schöne Debatten, die da heißen Südostlink und Südwestlink, wie wir da auch eine transparente Kostenstruktur hinbekommen, wie wir sozusagen sichern, dass es unter den Ländern sozusagen auch, sagen wir mal, was sozusagen die Belastbarkeit angeht, ein austariertes Verhältnis bekommen. Und das Dritte, natürlich kämpfen die Länder jeweils auch bei der EEG-Novelle basierend auf dem, was die Länderinteressen betrifft. Die Bioenergie ist sozusagen nicht auf dem Schirm des Bundeswirtschaftsministeriums gewesen. Da mussten wir deutlich machen, was für eine wichtige Säule das für Bayern, Rheinland-Pfalz oder auch uns ist. Das Gleiche gilt für das Stichwort Akteursvielfalt. Bei der EEG-Novelle 17 war, ich glaube, dass da sind zwei Thesen zugrunde gelegt gewesen, die das ganze Gesetz verändert haben und das eben nicht nur im positiven Sinne. Das eine war, dass es nicht darauf ankommt, die Akteursvielfalt zu stärken oder die dezentrale Energiewende zu stärken, sondern vor allen Dingen zu sortieren. Und das zweite, die zweite Grundthese war, es darf auf gar keinen Fall in irgendeiner Form teurer werden. Und da aber aus diesem Mantra, es darf nicht teurer werden, hat man nicht den Schluss gezogen, weniger Kohle, sondern weniger Erneuerbare. Und deswegen finde ich, dass die EEG-Novelle insgesamt in ihren Ergebnissen der zwei Grundthesen nicht zufriedenstellend sein kann. Und ich kann nur hoffen, dass die nächste Bundesregierung sich das Gesetz schnell auf den Tisch zieht und dann guckt, wie man da regulatorisch besser rankommt. Und gerade Akzeptanz, ich sage es nochmal, weil das auch immer zu kurz kommt, hängt auch davon ab, dass wir eben dezentrale Energiewendeprojekte ermöglichen. Und man kann nicht erwarten, dass sich eine Bürgerenergiegenossenschaft nachts 22 Uhr hinsetzt und genau die gleichen Ausschreibungsunterlagen bewältigt wie eine E.ON oder eine RWE. Das kann man nicht erwarten. Und wenn man von Akzeptanz für Energiewende redet, dann muss man dem auch in irgendeiner Form gerecht werden. Ich würde jetzt gerne noch mal so in einer kleinen Runde, kurz vor der Mittagspause, über die Frage Wärme und schlafender Riese mit Ihnen drei sprechen. Also dass die Wärme ein schlafender Riese ist, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das haben Sie alle bestätigt und da gab es ja auch schon in der Vergangenheit entsprechende Konzepte zu. Also ich erinnere mich mal an eine PK, die Machnik dazu mal gemacht hat, wo er auch genau die gleiche These vertreten hat. Ich würde Sie jetzt gerne mal fragen, Herr Wesselack, das wäre jetzt dann genau die Frage für Sie gewesen, ob Sie denn da jetzt weitermachen, wo Herr Machnik irgendwie dann mal aufgehört hat. Vorher will ich aber Herrn Wesselack fragen, ganz konkret, was kann und was muss denn passieren in Thüringen, aber auch in Deutschland, damit dieser schlafende Riese aufgeweckt wird? Also müssen die Energiepumpen irgendwie noch effizienter und noch billiger werden? Müssen wir da auch große Förderprogramme auflegen? Was muss denn ganz konkret passieren, damit dieser Riese, von dem wir alle wissen, wir brauchen ihn für die Energiewende, auch wirklich derjenige ist, der dann am Ende uns da ein Stück weit nach vorne bringt? Eigentlich hat Thüringen hervorragende Voraussetzungen. Wir haben 50% der Wohnfläche in Wohnungsbaugesellschaften bzw. Wohnungsbaugenossenschaften. Das heißt, eigentlich muss man sich mit einem, nämlich dem Verband der Thüringer Wohnungswirtschaft, an den Tisch setzen und fragen, wie fange ich an, in die Wärmenetze, in die lokalen Wärmenetze, Solarthermie einzubinden, Wärmepumpen einzubinden.
Das heißt, wie fange ich schrittweise an zu dekarbonisieren? Das muss ja nicht gleich die Lösung sein, 100% erneuerbar für eine Plattenbausiedlung. Aber so wie es die Stadtwerke Erfurt sagen, oder Sie das von Gotha beschrieben haben, dann fange ich eben mal mit ein paar tausend Quadratmetern an und dann mache ich die nächsten paar tausend und schaue, wie ich an dieser Stelle tatsächlich damit zurande komme. Und Sie, ja, Wohnungsgesellschaften und Wohnungsbaugenossenschaften haben unterschiedliche Möglichkeiten, solche Investitionskosten dann umzulegen. Das ist manchmal schwierig. Da könnte die Politik konkret helfen, denen dort einen Weg zu öffnen. Und das ist, glaube ich, wenn Sie eben die kurze Antwort wollen, das ist die meines Erachtens der wichtigste Schritt, mit den zentralen Anbietern von Wohnraum und der entsprechenden Energieversorgung konkrete Projekte machen und dort Fördergelder reinstecken. Dann kurze Nachfrage dazu. Technisch sind wir auf einem Stand, dass wir das mit dem, was da ist, an Wärmepumpentechnologie, an Heizkesseln und so weiter, dass wir das stemmen könnten? Oder gibt es da sozusagen noch einen Forschungs- und Entwicklungsbedarf? Die Entwicklung geht natürlich immer weiter, das ist überhaupt gar keine Frage, aber die Technik, das zu machen, ist da. Und wir sind in der Situation, dass die Wohnungsbaufirmen jetzt am Beginn der nächsten Sanierungswelle sind. Die haben alle 1990, 91, 92 ihre Sanierung gemacht. Das ist 25, 30 Jahre her, bald. Ja. Und dann steht die nächste Sanierung der Fassaden an. Und da steht die Frage an, wie viel will ich dämmen, wie viel soll ich dämmen, was ist auch Kostenoptimum sinnvoll, ja, wenn ich sage, ich will sozusagen CO2 minimieren, wie viel Effizienz muss ich dort herauskitzeln, wie viel kann ich über erneuerbare Energien machen und dort konkrete Projekte umsetzen. Das wäre total wichtig. Ich weiß nicht, ich will niemanden auf die Füße treten, aber wir haben auf Machnix-Initiative damals so runde Tische zur Solarthermie eingerichtet. Und da kam dann immer das Projekt der Stadtwerk, der Wohnungsbaugenossenschaft, Gesellschaft, weiß ich nicht genau, Jena, die eine Solarthermieanlage selbst gemacht haben, selbst gebaut haben, selbst projektiert haben und dann festgestellt haben, es ist alles unglaublich teuer. Also man muss Leuchttürme schaffen und das geht auch. Ja, es gibt die Player in Deutschland, die sowas können, in Dänemark sowieso, um solche Quartierslösungen zu machen. Frau Sigismund, gibt es da konkrete Pläne bei Rot-Rot-Grün, was man dazu genau tun kann? Wohnungsbaugesellschaften einbeziehen, Wohnungsgenossenschaften einbeziehen, Schrägstrich, wie gesagt, Machnik hat das damals angekündigt, ich glaube, das war 2013, da waren Sie noch Fraktionsvorsitzende, jetzt haben Sie gerade gesagt, gekommen ist irgendwie nicht, ich habe auch nicht so viel mitgekriegt mehr. Herr Wesslack hat mir vorhin im Vorgespräch gesagt, da ist so ein bisschen hinter den Kulissen was gelaufen, aber der große Wurf scheint es ja danach nicht gewesen zu sein. Der Tenor war damals genau der gleiche. Also was will Rot-Rot-Grün da bis 2019, sitzt hier nun erstmal noch im Amt, also gibt es da konkrete Vorstellungen? Ja, das Thema Wärme hat auch damals schon eine große Rolle gespielt. Ich glaube, der Erkenntnisgewinn bis heute ist nicht, dass wir da keinen Handlungsbedarf haben. Die Frage ist nur, wie man handelt. Es gab damals den Entwurf eines Wärmegesetzes für Thüringen, der ist ganz schnell wieder in der Schublade verschwunden, eben weil die Wohnungsbaugesellschaften gesagt haben, und wir haben jetzt schon beim, also ich sage das jetzt mal so klar, wir haben jetzt schon beim Klimagesetz vor, nicht nur die CO2-Reduzierung festzuschreiben auf diese 50-70-90-Formel, sondern wir haben schon vor, mindestens den Bereich Wärme und auch Verkehr mit einzubeziehen, weil dieses Klimagesetz auch dann nur zeitgemäß, ich sage das auch so klar, sein kann, wenn wir die drei großen Bereiche, die es unmittelbar betrifft, auch mindestens mit einer Zieldefinition untersetzen. Was haben wir da genau vor? Es sind drei Wärmeparagraphen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht darum geht, den Zeigefinger auszupacken und zu sagen, ihr müsst, sondern am Rande oder sagen wir mal auf Basis des Erneuerbaren Energien-Wärmegesetzes den Kommunen Unterstützung zu geben, beispielsweise mit kommunalen Sanierungsfahrplänen. Also wenn wir in die Quartiers sozusagen Sanierung gehen oder in den Neubau von Quartieren, dann muss das selbstverständlich sein, dass das mitgedacht wird. Die ENEF und andere sind ja auch schon eine gute Grundlage. Aber hier mit Anreizen voranzugehen und das wird dann aber dann Basis in der Klimastrategie auch sein, Programme auf den Weg zu bringen, was weiß ich, die ersten 100 Kommunen, die einen Sanierungsfahrplan haben, kriegen da 80% des Landes finanziert. Wer den bis 25 aufgestellt hat, kann dann dementsprechend auch von anderen Förderprogrammen
Nutznießen. Ich glaube, wenn wir da über Anreize rangehen, dann schaffen wir auch was, weil am Ende des Tages einfach die Benefits auf der Straße liegen, gerade auch kommunal. Und dass ich das, Jena Wohnen war das Beispiel, dass ich das, das ärgert mich übrigens, sage ich auch ganz bewusst, in die eigene Stadt hinein, ich komme ja aus Jena, dass ich das für die Wohnungsbau, die städtische größte Wohnungsbaugesellschaft insofern rechnet, dass man zwar relativ viel Rücklagen hat, aber in solche spannenden Projekte eher mal zurückhaltend, was die Investitionen angeht, reingeht. Das ist auch was, wo man kommunal durchaus Engelszungen braucht, um mit Überzeugungskraft unterwegs zu sein. Deswegen bin ich dafür, mit Anreizen da reinzugehen, aber auch wirklich ganz klar eine Aussage zum Thema Wärme und den Potenzialen mit Sanierungsfahrplänen oder Gebäudecheck, wie man das am Ende nennt, da bin ich auch leidenschaftslos. Wenn das Wirtschaftsministerium sagt, nennt das bitte nicht Sanierungsfahrplan, sondern es muss Gebäudecheck heißen, meine Güte, da wollen wir uns mal, was die Prosa angeht, nicht miteinander irgendwie in die Haare bekommen. Worum es am Ende geht, ist, dass das mitgedacht wird, dass das perspektivisch als Ziel immer in der Schublade liegt und dass man darauf zurückgreifen kann, wenn ganz konkret Sanierungsprojekte angegangen werden. Aber lassen Sie mich auch dazu nochmal eine Nachfrage stellen, Frau Sigismund. Sie haben jetzt gesagt, Sie wollen Anreize schaffen, wie auch immer man die dann nennt. Jetzt hat Herr Weselak vorhin aber in seinem Vortrag auch gesagt, Sie brauchen eine Strategie. Und diese Strategie, Sie haben das nicht so deutlich gesagt, aber der Metatext war, Sie müssen damit Zwang arbeiten. Sie können nicht jemandem sagen, fahr einfach deinen Diesel noch ganz lange weiter und nutze deinen völlig ineffizienten Heizkessel. Wäre denn, wenn man jetzt schon sagt, wir haben schon wieder 3 Jahre verloren, weil Machnik irgendwie damals nicht aus dem Knick gekommen ist, wäre es denn nicht in diesem Klimagesetz dann auch der richtige Weg zu sagen, gut, wir können Anreize schaffen, aber wir ziehen auch eine ganz klare Obergrenze für Verbräuche oder sowas ein, wo man dann auch mit Zwang im Zweifelsfall arbeitet. Wäre das dann nicht auch ein Weg? Also ich will keinen Pullover-Tag, wie es ihn mal zu DDR-Zeiten gab. In die Zeit dürfen wir nicht zurück und ich glaube, mit Zwang kommen wir auch nicht weiter. Mit wo man weiterkommt, sind Anreize und Fristen, die man setzen kann. Also ich sage jetzt mal, ich bleibe jetzt mal sozusagen ins Unreine gesprochen, weil ich der Energie- und Klimastrategie da auch nicht vorgreifen will. Wir wollen mit dem Klimagesetz Ziele vorgeben, aber was am Ende gelebt, umgesetzt werden kann, das entsteht im Jahr 2017, das ist sozusagen das Klimajahr für Thüringen an dieser Stelle, in dem Prozess. Und wenn da am Ende rauskommt, was weiß ich, Frist bis 2025 ermöglicht 100 Kommunen Sanierungsfahrpläne auf den Weg zu bringen, die dann den Bereich Wärme, sowohl was den Bezug angeht, als auch was den Verbrauch angeht, mit einem Fahrplan untersetzen und damit auch Möglichkeiten geben, was sozusagen quartiersbezogene Sanierungslösungen angeht, vorgedacht zu haben. Und der wird dann immer rausgeholt, in dem Fall, wenn Planungen anstehen, dann hätten wir schon aus meiner Sicht viel gewonnen. Und ich halte vor allen Dingen davon, viel hier Anreize zu setzen, um gerade das, was Herr Weselak gesagt hat, die Wohnungsbaugenossenschaften auch mitnehmen zu können, weil die denken ja so, dass sie auch Stück für bestimmte Jahre in Jahresscheiben sich zurechtlegen, welche Sanierung kann ich mit dem, was ich verdient habe, mir überhaupt auf den Tisch ziehen und die zu begleiten auf dem Weg dahin, dass sie dann nicht nur halbe Sachen machen, weil es vielleicht 200 Euro weniger kostet, sondern vielleicht dann das Ganze richtig anzupacken und am Ende für Mieter und die eigene Kasse was zu tun, darum muss es gehen. Deswegen setze ich da vor allen Dingen drauf, ganz eng an denen dran zu bleiben und die zu begleiten. Herr Schwengen, letzte Frage vor der Mittagspause geht an Sie. Sie haben jetzt ein Projekt in Marbach da angeschoben. Für Sie als Energieunternehmen, als Stadtwerk, als kommunales Unternehmen, wie aufwendig, wie schwierig ist es denn, in diesem Bereich Wärme wirklich voranzukommen? Ist das was, wo Sie sagen, das haben wir bisher so überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, das bindet bei uns unglaublich viele Kapazitäten, weil wir da jetzt in einen neuen Bereich auch reingehen? Machen Sie das nebenbei im Alltagsgeschäft? Was bedeutet denn ganz konkret für Ihr Geschäft, für den Aufwand, der da dahinter steht, auch für das Geld, das Sie einsetzen müssen, wenn wir jetzt sagen, wir wollen diesen schlafenden Riesen Wärme aufwecken? Das bedeutet schon einen zusätzlichen Aufwand. Wenn Sie mal mit einem Kraftwerker zu tun hatten, die sind natürlich auf große Maschinen und große Technologien, Rieseneffizienz eingestellt. Und das ist natürlich ein Prozess, den Leuten auch beizubringen, die Welt, die wird sich ändern und wir können da nicht stehen bleiben. Und wir haben dann, wenn ich da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, Folgendes gemacht. Unser Kraftwerkschef hatte vor, in Rente zu gehen, hatte schon mit seinem Nachfolger
sozusagen eingearbeitet und war noch ein paar Monate Zeit. Und dann haben wir gesagt, jetzt beschäftige du dich mal mit der Solaranlage. Der war dann in Dänemark gewesen, hat sich das angeschaut und hat dann sozusagen selbst die Überzeugung mitgebracht und hat dann die jungen Kollegen oder die Jüngeren befruchtet. Also insofern ist es auch ein Kulturwandel, den man dort vollziehen muss. Und das hat natürlich zusätzlichen Aufwand, klar, aber da wir die Zeit nicht zurückdrehen können, müssen wir uns damit auch befassen und die Mittel da auch einsetzen. Wird sich das mittelfristig auf Ihre Bilanzen auswirken? Sie sind ja insofern wichtig, die Stadtwerke, dass Sie immer Querfinanzierung machen. Sie verdienen das Geld ja nicht und legen es auf eine hohe Kante, sondern Sie geben das ja aus für ÖPNV und so weiter und so weiter. Heißt das, dass man da also auch an kommunaler Seite möglicherweise demnächst erstmal mit weniger Geld als an Zuführung in den Kommunalhaushalt auskommen muss oder wird sich da nichts Gravierendes ändern? Nein, wir führen ja so ein Projekt nur durch, wenn es sich rechnet, wenn die wirtschaftlichen Kriterien, die wir ansetzen, das heißt, wie wird das Kapital verzinst, sich auch darstellen lässt. Also insofern werden wir dadurch nicht weniger verdienen. Nein. Gut, das ist ja dann schon mal ein versöhnliches Ende für diesen Teil sozusagen. Dürfte auch die Kommunalvertreter im Raum zufriedenstellen. Dann danke ich Ihnen drei hier vorne auf dem Podium für diese erste Runde. Wir werden nachher noch eine zweite Podiumsdiskussion mit anderen Teilnehmern haben. Das wird dann auch nochmal die Gelegenheit für Sie sein, Fragen zu stellen, sich dann einzubringen. Jetzt war die Mittagspause geplant bis um 1. Wir haben jetzt leicht überzogen. Ich würde sagen, wenn wir einfach um 5, wenn wir um 14:15 fortfahren, ist das dann alles fein. Also sehen wir dann um 13:15 Uhr uns wieder hier.